Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch ausgegraben. Ein Spiel, das vermutlich bei vielen von euch durchgegangen sein wird, aber gerade jeden Strategiefan wirklich begeistern könnte vielleicht und das ich mit euch gemeinsam erkunden will. Ich habe mir nämlich ein paar Sachen dazu angeschaut, zu dem Spiel, das ihr oben seht, Sandwalkers. Und es ist ein wilder Misch aus verschiedenen Genres, die ihr beispielsweise aus Strategiespielen kennt. Die Kämpfe erinnern ein klein wenig an das gute alte Heroes of Might and Magic oder Songs of Conquest. Das Spielprinzip auf der Karte erinnert wiederum an War Tales oder Battle Brothers und die Grafik im Hintergrund, ihr seht, das ist eine wunderschöne Pixel-Art-Kunst, die ich persönlich ja einfach als stimmig und künstlerisch wertvoll ansehe. Und das Spiel soll daher ein echter Hammer sein. Allerdings nahezu kaum Personen, die bislang auf das Spiel aufmerksam geworden sind, obwohl es eigentlich für einen schmalen Taler zu haben ist. Ich will mit euch gemeinsam das Spiel einmal erkunden, mit euch gemeinsam angucken, ob es denn auch tatsächlich so schwer sein soll, wie viele sagen, dass die Lernkurve eben nicht langsam nach oben gehend ist, sondern direkt erstmal im 90-Grad-Winkel nach oben schießt. Und vor allem freue ich mich darauf, dieses kleine Kunstwerk einfach mal zu entdecken. Ich habe richtig Lust darauf. Die Geschichte, das Intro wird einfach mal im Spiel, bevor ihr das erste Mal das Spiel startet, erklärt. Aber wenn wir eine neue Karawane jetzt gleich loslegen sollten, während die Musik immer lauter wird, wird es hoffentlich ebenfalls erklären. Wir gehen auf die neue Karawane und wollen losziehen. Die Karawane zieht weiter, der Ranger hat Durst. Wunderbar. As one macabre proverb says, for newborns the sun has always existed. They do not know it only just appeared. For us, the expanse of chaotic weather known as the Fithy has always existed. Yet it is only 3 centuries old. That is enough, however, to forget the pleasant weather of antifithic legends, the shade of Umama, mother of all trees. To recover this mythical past, the Makar tribe sent caravans into the Fithy on a one-way trip east. It was their foolhardy hope that the lost Umama be found, as only Umama could restrain the Fithy. Ist das die sogenannte Confifi, die wir hier drin suchen? Okay, also ihr merkt hier drin, das ist so ein bisschen, wie heißt das denn? Anthropomorph? Auf jeden Fall hier drin bekommen quasi die Tiere menschliche Züge. Hier seht ihr zum Beispiel eine Kobra im Hintergrund, oder auch den Elefanten, den ihr gerade im Hintergrund gesehen habt. Das soll so ein bisschen dieses Mystische der Welt hinzupacken. Das gesamte Spiel ist auf Deutsch, aber natürlich auf Englisch synchronisiert. Dafür finde ich den Voice Actor sehr cool. Das ist übrigens ein YouTube-exklusives Video. Das heißt, wenn es euch gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Lasst mich wie immer in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Spiel denkt und denkt an die Glocke. Jeden Tag um 18 Uhr ein neues Video, damit ihr neue Videospiele für euch entdeckt. Okay, ich lese das mal für euch vor. Stell dir vor, Weisheiten vom Winde verweht. Sei, die alles auslöscht. All das verlorene, ausgelöschte Wissen. Ich höre mich eher an. Pestalozzi-Schule. Ich spreche von uns. Unseren Körpern, unserem Verstand, unserer Welt werden wir von Riesen aus alter Zeit unterstützt. Nein, denn wir sind es, die in die Zukunft tragen. Ich muss es irgendwie anders übersetzen. Oh, wie schwach sind dort Sinn. Zerbrechlich wie Kristalle, zart wie die Flügel eines Schmetterlings. Unscheinbar. Wie ein Rinnsal in der Wüste. Höre die Geschichte von Talulah, der Botanikerin der 7. Karawane. Nimm dieses Wissen an und verfeinere es. Dann gibt es aufs Neue weitere, auf das es sich auf den sanften Gefälle der Existenz seinen Weg bahnen möge. Okay, dann schauen wir mal. Kurz nach dem Beginn ihrer Reise wurden die 7. Karawane von einem Sturm überrascht. Von ihren Gefährten getrennt, suchte Talulah Zuflucht, wurde aber vom Sand begraben. Als der Sturm sich legte, kehrte sie zurück und hatte die wenigen Ressourcen, die sie hatte, verbraucht. Alter, ist die Maus schnell, hui! So, Vorräte sind für das Überleben von Karawanen entscheidend. Talulahs Vorräte sind aufgebraucht, sie ist in Gefahr. Jeder Zug kostet Vorräte. Wenn die Karawane keine Vorräte mehr haben, wird stattdessen ihre Gesundheit verbraucht, was in eine Tragödie mündet.
Das ist das aktuelle Questziel. Der Kompass zeigt es in gerader Linie an. Allerdings ist er abhängig von deinen Informationen. Ungenau oder gar nicht erst eingeblendet. Oh, okay, das ist interessant. Aha. So, wie sieht's jetzt hier aus? Das ist Runde, glaube ich. Das bedeutet, wir gucken jetzt erstmal, was wir haben. Wir haben die 7. Karawane, das sind wir hier unterwegs. Neutrale Events, wir haben Hoffnung, Sirene, Harmless, das heißt Enemy Ambush Harmless. Das ist nicht alles komplett übersetzt. Ich kann euch auch mal ganz kurz, wenn ihr möchtet, die Steam-Seite jetzt hier zu sagen, damit ihr auch einen Preis für euch selber habt, den ihr dann hinzupacken könnt. Moment, ich glaube, ich habe die Maus gerade ein bisschen schneller gestellt. Hoppala! So. Okay. Das ganze Spiel kostet 20 Euro. Ihr könnt natürlich auf den Sale dann auch warten, wenn ihr möchtet. So, jetzt habe ich es genau gepackt. Es ist nicht Early... Doch, es ist Early Access. Das heißt, die Übersetzung wird natürlich im späteren Spielverlauf auch noch immer weiter und weiter vorangetragen. Ihr merkt, hier drin ist auch zum Beispiel der englische Ton noch gar nicht nachgegeben. Ob es hinterher englischer Ton sein wird, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Oder ob es auch deutsche Synchro gibt. Ne, liebe Entwickler, falls ihr das Video seht, I apply for German Voice Actor. Muss man immer mal machen. Das ist übrigens von Goblins Publishing. Von denen habe ich euch schon mal ein paar Spiele vorgestellt. Die kennt ihr beispielsweise auch von Synergy oder eben auch von Diluvian Vines oder Terraformers. Ein Spiel, das ihr vielleicht auch schon mal gehört habt oder Heroes Hour oder Ozymandias. Also Spiele, die ich immer wieder sehr, sehr gerne von denen auch vorstelle. Nur damit ihr es einmal einordnen könnt. Harmless, wir haben also keine Ambush zu erwarten. Rationen sind im Moment so, dass wir verhungern. Sonne haben wir momentan keinen Effekt. Memory Points. Wir müssen uns jetzt weiter voranbewegen. Das heißt, wir wollen jetzt mal mit unserem Sand hier nach vorne gehen. Mit Linksklick können wir uns vorbewegen. Mit Rechtsklick bekommen wir Informationen dazu eingeblendet oder eben nicht. Und ihr seht, wir verlieren jetzt jedes Mal, wenn wir vorgehen, 2% unseres Lebens. Wir gehen jetzt aber einfach mal da zu dem Ausrufezeichen hin. Okay. Es bewegt sich also rundenweise, beziehungsweise über Hexagonfelder. Feigenkaktus. Einige Kakteen sind essbar. Dieses Grundwissen ist für das Überleben der Mkar-Karawanen entscheidend. Kaktusfeigen schmeckten zwar nicht besonders, aber die Karawanen, allen voran Tular, wussten, dass sie nicht viel erwarten durften. Okay, wir müssen uns jetzt also die Kaktusfeige holen. Wir können auch direkt mit einem Klick hier hingehen. Wir müssen uns nicht feldweise nach vorne bewegen und können uns das jetzt hier schnappen. Halte die rechte Maustaste, um die Kamera zu bewegen, ohne mit deiner Karawane weiterzuziehen. Auf diese Weise kannst du Ausschau nach Zielen halten und deine Route planen. Dein aktuelles Ziel liegt im Südosten. Okay, im Südosten. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich hier oben sein. Das heißt, wir gehen als nächstes hier hin und haben dann jetzt erstmal wieder genug zu essen. 20 von 20 Rationen. Damit können wir unsere Karawane am Leben halten. Wir bekommen aber nicht das Leben wieder. Was haben wir hier drüben? Große Opuntie. Mhm. Und damit bekommen wir auf jeden Fall Essen. Und das kostet aber auch noch ein klein wenig, dorthin zu kommen. Deswegen bewege ich mich mal jetzt hier entlang nach vorne, weil dann sehen wir nämlich ein bisschen was. Dann können wir uns die Nahrung schnappen. Es wird also wahrscheinlich in dem Spiel darum gehen, immer wieder von Nahrung zu Nahrung weiterzukommen. Ah, Wachturm, schön wie in Heroes of Might and Magic. So, das heißt, wir gehen jetzt hier zur nächsten Nahrung. Kann auch sein, dass sich das hinterher vielleicht noch mehr verbessert. Sandmeer. Nach langer Wanderschaft erreichte Tular schließlich das Sandmeer, an dem sie von ihrer Karawane getrennt worden war. Die Erzähler ihrer Kindheit hatten über stets vorfitische Legenden über das Sandmeer erzählt, das vor langer Zeit vollständig mit Wasser bedeckt war. Der Legende wurden die Muscheln, die einst am Grund des Meeres lebten, über die Jahre zu Sand gemahlen. Okay, die Bewegungskosten der Karawane basieren auf dem Geländetyp. Ab und an mag ein kleiner Umweg sinnvoller sein. Ah, okay, die Düne nimmt also 10 Nahrung und das Wüstenland nimmt nur 2 Nahrung. Alles klar, das heißt, wir nehmen jetzt erstmal hier die Nahrung mit und dann werden wir hier entlang gehen und gucken uns mal an, was wir mit dem hier hinterher machen werden. 3-mal Sand, das wir bis dahin überqueren, deswegen kommen die 6 Nahrung zustande. Jetzt haben wir einen Chitin-Splitter bekommen und nochmal Nahrung von dem. Wir wollen jetzt also uns weiter hier entlang bewegen, weil das sonst mehr kostet. So, also gehen wir hier entlang. Schnappen uns nochmal die Nahrung. Wir werden auf jeden Fall gleich auch noch Kämpfe haben. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir müssen hier die ganze Zeit nur versuchen zu überleben. Die 7. Karawane können wir jetzt dann hier bewegen. Was ist denn das da, was wir da drunter haben? Sieht aus wie, wie der aus Star Wars. Wie ist der denn nochmal? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ich hab's vergessen.
Ach, das ist einfach nur ein Stoffhitzen, der hier rumwirft. Talula war nicht überrascht, konnte sich einer gewissen Enttäuschung aber nicht erwehren. Allerdings war die Hoffnung auf das Unmögliche der Antrieb aller Karawanen. So, die können wir dann durchsuchen und dann bekommen wir 2 Kräutermittel. In der Wüste durfte man nicht zimperlich sein, also raffte Talula die bescheidenen Reste der Fracht zusammen. Aufbrechen. Als Talula betete, glaubte sie den Sand wimmern zu hören. Gelegentlich konnte man das Klagen der Dünen hören, aber dieser Gedanke verblasste, als sich etwas aus dem Sand erhob. Der Protektor hatte überlebt. Die Karawane wurde von ihrem Glauben an ihre Mission zusammengehalten. Insofern ist Hoffnung eine wichtige Ressource. Sinkt sie auf Null, löst sich die Karawane auf und verfolgt ihre Quest nicht weiter. Okay, das kennen wir ja auch aus Situationen wie Battle Brothers beispielsweise. Viele Situationen können Hoffnung machen oder rauben. Ferner können verschiedene Hoffnungsstufen Buffs, Debuffs und besondere Ereignisse bewirken. Jetzt haben wir hier Ambana noch hinzu. Oriflan ist wahrscheinlich die Rasse, zu der die gehören. Und Protektor, das ist die Klasse. Die sind Rampant. Okay, alles klar. Hier oben haben wir dann Wasser. Da würden wir jetzt genau die 8 Nahrung hin verbrauchen. Mit WASD kann ich meine Kamera auch noch bewegen. Hier unten haben wir den Rest. Quest, Region Map, Karawane und Kräutermittel kann ein Charakter gewährt werden, um 50% der Gesundheit zu generieren. Okay, das heißt, ich kann jetzt eigentlich da draufklicken und kann dann sagen, der hier... Oh, das ist ein Elefant! Ey, das gefällt mir echt gut. Okay. Dann haben wir den Elefanten jetzt geheilt. Wir gehen jetzt als nächstes da oben hin. Leider sieht man nicht, wie die anderen mitgehen. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätte ich eigentlich noch gerne, dass man sieht, wie die anderen die verfolgen würden. Jeder Karawane hat einen Zauber, den er in der Erkundungsphase wirken kann. Hast du einen Zauber gewirkt, musst du in einer Stadt rasten, um ihn wiederzuerlangen. Setze sie also weise ein. Was ist das denn? Dünge trockene Felder und Pflanzen. Mhm. Ist jetzt die Frage, ob ich damit einfach Pflanzen dann wiederbeleben würde. Und wir haben, stärkt den Schild aller Mitglieder der Karawane für den nächsten Kampf. Hier würden wir immerhin 12 Nahrung bekommen und Mazerat, seht ihr, ne? Ja, das könnt ihr sehen. Okay, das heißt, wir vertrocknete Oput hier. Also muss ich das jetzt hier benutzen, damit ich das... Ah, das heißt, ich kann das dann... Aha, okay. Hier musste ich das jetzt zum Beispiel anwenden. Und wir haben hier zum Beispiel ein Feld auch zu Gras gemacht. Das bedeutet, Sand wird zu Wüstenland und Wüstenland wird zu Grasland, wenn wir das düngen. Es soll eine steile Lernkurve haben, deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann hinterher so werden wird. So, kosten die auch 2, die zu durchkreuzen? Die kosten 4, ja. Und irgendein Biom, das wir nicht zuordnen können. Na gut. Dafür verbrauchen wir 15 Nahrung und wir kommen auf den Riesen zu. Deswegen gehen wir jetzt mal hier rüber und sind jetzt im Kampfgebiet. Das war die rote Umrandung, die wohl drumherum war. Préparez-vous et placez vos unités unit. Was? Démarre le combat! Sacre bleu! Napoléon! Okay, ich kann also meine Einheiten hier verschieben. Démarre le combat! Combat! Ich hab's seit der 7. Klasse kein Französisch mehr gehabt. Eieiei. Du hast gerade einen Kampf gestartet. Das passiert, wenn du feindseligen Kreaturen oder Personen begegnest. In Kampfphasen musst du versuchen, deine Gegner zu besiegen, während du den Schaden der Mitglieder deiner Karawane minimierst. Im Kampf hat jeder Charakter einen Tempowert, der seine Position im Rundenablauf bestimmt. Okay, also Initiative. Haben alle Charaktere gespielt, beginnt eine neue Runde. Charaktere haben einen Lebens- und einen Schildwert. Schilde regenerieren sich am Ende des Kampfes, die Gesundheit nicht. Sinkt deine Gesundheit auf 0, stirbt ein Charakter. Okay, also wir haben 17 Verteidigungspunkte, die wir hier drin nutzen können. Erstmal können wir den jetzt hier benutzen. Hier unten sieht man dann die Fähigkeiten. Feuerdornranke, die ist für eigene Ziele. Gibt plus 7 auf Schild und einmal Dorn. Wahrscheinlich, dass wenn man angegriffen wird, der Feind dann Schaden bekommt. Und wir haben Vergiften, ist 18 Schaden, die wir dann wahrscheinlich durchführen. Vergiftet. Wir werden das hier mal benutzen. So, und der hat 25%ige Resistance dagegen. Shield Break haben wir ebenfalls und dann haben wir hier Sturmangriff und neugieriger Blick. Also, mit Sturmangriff können wir dem Schaden zufügen, hinter dem Ziel 9 Schaden.
Das müsste ein bisschen mehr erklärt werden, aber mit Rechtsklick kriegen wir Informationen, aber nicht bei allen. Durch nächsten Angriff erlittener Schaden wird verdoppelt. Okay, das heißt, wir könnten den damit erstmal weniger Schaden machen, aber danach mehr. Wir können jetzt aber auch erstmal gegen den ranrennen. Nee, wir gehen gar nicht näher ran, sondern es gibt hier eine vordere und eine hintere Reihe und da eine vordere und eine hintere Reihe. Verstehe. Gut, aber die Ameise kriegen wir schnell besiegt. Du gewinnst! Okay, wir haben also in der Übersetzung Deutsch, Englisch und Französisch. Hier wird mal multilinguales Gaming wird dann beigebracht. Riese. Riesenspeer zählten zu den Wüstenräubern, die ein Protektor besiegen konnte. Allerdings war diese Konfrontation ausgesprochen riskant. Sollte es ihnen gelingen, ihre Kolonie zu alarmieren, würden sie einige Tage später mit einem Schwarm gefräßiger Insekten zurückkehren. Ab und an war ein Präventivschlag unerlässlich. Keine Karawane ist der Fiti anfangs wirklich gewachsen. Allerdings sammelt jede Karawane Erfahrung, die innerhalb der Gruppe weitergegeben und umverteilt wird. Dafür ist die Traumdeutung recht hilfreich. Klicke auf einen Karawaner, um Erfahrung zu investieren. Okay, beispielsweise auf den. Der Aufstieg eines Karawaners verbessert seine Attribute und mitunter seine Angriffe und Erkundungsfähigkeit. Er kann sogar neue Fähigkeiten hinzugewinnen. Investiere die Erfahrungen deiner Karawane in dieses Mitglied, um seine Stufe zu verbessern. Sehr schön, das heißt, ich kann jetzt hier einfach... Okay, wir geben nur Level up, wir geben gar nicht mehr. Wir geben einfach nur ein Level up für den. Tückischer Samen, ätzender Schleim oder Totholzrinde. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, wir wollen gerne den hier nehmen. Schilddesintegration, das heißt, wir werden den Schild wahrscheinlich auch dadurch ein bisschen runterbringen. So, damit haben wir ihn jetzt ein Level abgegeben, Talula, und deswegen bekommt ihr jetzt eine 2 hier hinter. Da ist Karawane, Mitreisender gibt es also auch. Ich denke mal, wir werden vielleicht die Karawanenformation hinterher auch immer wieder kampfmäßig umpacken können. Ansehen gibt es also auch Ansehen, die wir bei fertiger Karnik, Nebelwesen und K haben werden. Und Position verwalten, das heißt, hier können wir dann hinterher 4 Positionen zuweisen. Es sind also immer 4-gegen-4 Kämpfe hier drin. So, wir gehen jetzt mal zur kleinen Herde weiter. Bis dahin haben wir nämlich noch genug Nahrung. Das Ganze bildet sich jetzt hier wie so ein Tutorial, denn das merkt ihr ja. Hier in dem Land haben wir Gott sei Dank nicht so viel, also nicht so viel, dass wir hier dauerhaft verhungern sollten. Deswegen gehen wir zu Lekwasi. Schön, ey. Also der Artstyle gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Ich mag einfach Pixelart, das ist einfach meins. Den Ka zufolge wurde die 7. Karawane vollständig verschlungen und schläft nun für alle Zeit unter dem Sand Uvandos. Wir Erzähler bevorzugen stets eine etwas offenere Auslegung. Hatte Talula unseren Vorvätern ihre Geheimnisse anvertraut? Oder war dies nur ein Hirngespinst von Erzählern auf der Suche nach dem Unwahrscheinlichen, das über viele Generationen überliefert und verändert wurde? Nun ist es an dir, die Bürde dieser und vieler anderer Fragen zu tragen. Warum waren die Fiti gekommen? Was geschah mit Umama, die Uvando einst Schatten gespendet hatte? Wie können das eine hinter uns lassen und das andere neu beleben? Es liegt an dir, zukünftige Generationen zu erleuchten. Viel Glück, Mka. Bewahre deine Hoffnung, denn nichts wird die Karawane auffallen. Nicht einmal der Tod. In truth, caravanners could not reach Umama. No one could. These trips were simply meant to expand their knowledge of the world, the Fithi, and other tribes. Then, to use homing scarabs to send all these memories back to the Crystal Library. However, as time passed, hope was waning, like nature in the desert. This sacrifice was proving too much. The Makar needed a sign. A sign es gibt also Menschen. Such as this. We call it a fragment, an ancient artifact belonging to an ancient tribe, destroyed by the Fithi, who would carve their history in stone. If the caravans could find more, we might learn what circumstances created the Fithi, and thus, how to beat it. Neben Umama selbst sind Fragmente die wichtigsten Entdeckungen, die man machen kann. Sie helfen uns, die Ursprünge der Fifi zu verstehen, um diese dauerhaft zu bezwingen.
Ach so. Schmetterlingsgebiet. Erinnerst du dich noch an diesen Schmetterling, der von der heißen Flamme unseres Feuers angelockt wurde? Oh ja, sagte er. Lieber eine Sekunde lang erstrahlen, als in den Schatten zu leben. Konnte sich der Schmetterling das überhaupt vorstellen? War ihm klar, dass er den gesamten Wald zerstören würde? Dieses Fragment stellt unsere Scholaren vor ein Rätsel. Es ist ein Abgesang auf einem Wald, ohne zu erwähnen, ob dieser ein Pilz, ein Kaktuswald oder etwas ähnliches war. Eine umstrittene und unwahrscheinliche, durch andere Elemente aber gestützte Hypothese besagt, dass er einen Wald aus Bäumen gegeben haben. Also die Rechtschreibung, wir müssen nicht nur mit der Übersetzung hier arbeiten. Und Uvando in der vorphifistischer Zeit wird es wahrscheinlich sein, mit Stadtbäumen bedeckt gewesen sein könnte. Okay. Und wir haben, auf mehr können wir jetzt nicht draufklicken. Ich schließe das jetzt einfach mal, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Okay, das war also das, die Tutorial-Karawane. Du befindest dich auf dem Stadtbaum Likvasi. Hier beginnt deine Reise. Orte wie Städte sind wie geschaffen, um Quests zu erhalten. Die wichtigste Quest können mehrere Generationen umspannen. Oh, wir werden also auch generationstechnisch hier vorangehen. Wir haben dort eine Lupe. Einst war Uvando von den Ästen des Mutterbaums Umama bedeckt. Er hatte das Klima, das schließlich die Fifi wurde, durch seine Gegenwart besänftigt. Erst nach Umamas Tod wurde das Land ein von entsetzlichen Stürmen heimgesuchtes Reich des Chaos. Da wir uns im Westen Uvandos bewandten, musste Umama irgendwo östlich von uns sein. Gemeinsam waren die Mkar-Karawane. Waren wir die Mkar-Karawane. Die Suche nach Hinweisen auf Umama reichte aus, um unsere Reise zu rechtfertigen. Es war schwierig, sich eine Welt ohne die Fifi und ihre hasserfüllten Winde vorzustellen, aber dennoch würde uns die Hoffnung darauf am Leben halten. Hilfst du anderen, erhöht sich dein Ansehen, was bedeutende Entdeckungen nach sich ziehen kann. Wenn du fertig bist, kannst du Likvasi verlassen. Das Echo von Vogelgezwitscher auf dem moosigen, mit Blättern bedeckten Wänden aus wandelnden Schatten hat uns seit Alters her von der Fifi beschützt. Nur Karawane und Wahnsinnige würden die Rinde von Likvasi verlassen. Schön hier oben mit den verschiedenen Gebäuden, die Wendeltreppen. Ach toll. Wir sind bei denen respektiert. Genau, so. Wir können jetzt Kristallbibliothek, Questboard und aufbrechen. Wir gucken mal in die Kristallbibliothek. Das ist die Kristallbibliothek. Hier kannst du zurückgeschickten Erinnerungspunkte gegen Wissen eintauschen, um deine Karawane zu verbessern. Okay, also es ist auch ein bisschen Rogue-like, dass wir immer wieder besser werden, ne, im Laufe des Ganzen. Oder, also Rogue-like oder Rogue-light, kommt drauf an. Rogue-light bedeutet, wir behalten über die Karawanen hinweg die Fortschritte. Rogue-like bedeutet, wir müssen immer wieder von vorne anfangen. Gelegentlich brauchst du für die Freischaltung von Wissen eine vorgegebene Zahl von Fragmenten. Okay, maximales Gewicht erhöhen. Erfahrungszuwachs, Schaden, Schildwachs, Zuwachs, Gesundheitszuwachs, maximal Vorräte. Aber wir haben leider 0 Punkte, also nützt uns das alles überhaupt nichts. Super, wunderbar, Ranger. Das schließen wir also. Dann gehen wir mal zum Questboard. Ach, guck mal, wir haben hier jetzt sogar Vre, Big Gorn, das ist eine Schnecke. Oniromant. Dann haben wir einmal Bankas, Oriflan, Protector, Tank, Teto, Rampant, das ist also eine von diesen Cobra-Erzähler, und wir haben dann nochmal Rampant Botanica. Wir haben verschiedene Fähigkeiten. Das heißt, wir müssen jetzt aufbrechen. Was ist denn jetzt hier mit dem Questboard gewesen? Na gut. Return. Moment, hier gibt's keine Quest? Nö. Gut, das heißt, wir müssen jetzt losziehen. Aufbrechen. Unlike tales of past caravans, there was no guard of honor, no ovation, no sacrifice, or blessing beyond the usual words. The counselor came alone, by obligation. The 14th caravan, with just a teller, a botanist, a protector, and an aneromancer, left for the Fithi in total anonymity. We felt as though we were the last. Some would say that we were the first. Oh,
Also ich finde die Geschichten dazwischen sehr cool erzählt, auch mit diesen Cutscenes, die dann in Szene gesetzte Artworks einfach beinhaltet. Uvando ist riesig und einen ständigen Wandel unterworfen. Die Karte der Region zeigt verlässlich Landmarken an, die du auf deinen Reisen entdeckt hast. Nutze sie, um deine Route zu planen. Okay, das heißt, wir können jetzt hier die Region Map aktivieren. Ziele und aktive Quests werden auf der Karte angezeigt, wenn du ihre Position kennst. Wenn es Umama wirklich gab, mussten sie im Osten sein, aber eine Karawane hat viel zu tun, bis sie stark und die Route sicher genug ist, um zu ihr zu gelangen. Du kannst die Karte jetzt schließen. Das heißt, wir müssen über mehrere Generationen, über mehrere Karawanen hinweg, müssen wir die Route planen und immer wieder sichere Zufluchtsorte anscheinend finden. Scheint sehr schwierig zu sein. Auf dem Weg nach Musavenkosi war von Likwasi gesehen der nächstgelegene Stadtbaum. Da es für die Moral der MK wichtig war, von anderen Bäumen zu hören, wussten Karawanen, dass sie dort gut stets willkommen waren und sich ausruhen konnten. Wir hatten uns seine Lage notiert, da es eine gute Idee sein konnte, ihm einen Besuch abzustatten. Okay, das hier ist also Grenzland. Hier wohnen die also tatsächlich noch außerhalb. Was haben wir da oben? Abgenutzt Splitter. Und wir müssen jetzt immer versuchen, so ein bisschen rätseltechnisch, müssen wir jetzt versuchen, von A nach B zu kommen. Das hier ist unsere Karawane. Das hier ist anscheinend das riesige Nashorn, das unsere Sachen trägt. Wir können hier zur kleinen Herde gehen. Hier oben würden wir Mazerat bekommen. Nee, da benötigen wir Mazerat für. Scheint auch vertrocknet zu sein. Oder wir gehen hier runter zu der kleinen Herde. Das machen wir als erstes. Da brauchen wir nur 6 von. Wir gucken nochmal kurz in die Quests. Die Baummutter. Umama suchen. Niveau recommended 4. Ah ne, Niveau recommandé. Niveau recommandé, Herr General. Mon General. Alle Karawanen hatten das Ziel. Ach, ich muss immer direkt an Napoleon denken. Mann. Alle Karawanen hatten das Ziel, Umama zu finden. Der Legende nach konnten sie allein die Fifi aufhalten. Da Likwasi im fernen Westen Uvandos lag, musste Umama irgendwo im Osten zu finden sein. Wir mussten sie finden, denn sie alleine wusste, wie man die Welt von Fifi befreien könnte. Dann haben wir Fragmente. Alle Fragmente finden. Die Entscheidung wurde erst kürzlich getroffen. Die Karawanen sollten auf der Suche nach Fragmenten die vorfifistischen Ruinen erkunden. Fragmente waren archäologische Überreste mit dem Potenzial, uns die Ereignisse, die in Fifi mündeten, verstehen zu lassen. Wenn wir wüssten, was sie ausgelöst hatten, konnten wir sie besser bekämpfen und eines fairen Tages vielleicht sogar bezwingen. Und auf dem Weg nach Musavenkosi. Die Karawanen hatten unter anderem den Auftrag, die Hilfe der Likwasi zu anderen Zufluchten wie Musavenkosi zu bringen. Östlich von Likwasi gab es noch einen Mkabaum. Okay, alles klar. Das haben wir also. Dann einmal die Region Map. Hier unten ist die Quest, zu der wir hin müssen. Das heißt, wir müssen uns Richtung Osten, Südosten müssen wir uns bewegen. Dann wollen wir uns mal dahin auf den Weg machen, ne? Das heißt, wir gehen auf jeden Fall hier unten entlang. So. Das sieht aus, als würde es da eine Quest geben. Da kommen wir auf jeden Fall locker hin. Was ist denn das da oben? Da bekommen wir nochmal abgenutzte Splitter bei heraus. So, das heißt, ich bewege mich jetzt hier rüber. Kristallisierte Vorfahre. Die Kristallstatue schien uns mit der Traurigkeit einer fernen Welt zu beobachten, als würde sie unsere seltsame und schreckliche Gegenwart bedauern. Christus Wehren sammeln. Decrease Hope a little. Überreste bergen. Aufbrechen. Dann machen wir Überreste bergen. Wir zapften den Kristall an, um an die jahrtausende alte Erinnerungen zu gelangen, die darin gespeichert waren. Haben wir jetzt was bekommen? Nee, leider nicht. Ich würde gerne mal die Einheiten sehen. Hier kannst du deine Gegenstände verwalten, bedenke dabei neben dem Gewicht eines Gegenstandes seinen Wert und seinen Nutzen. Du kannst auch die Gesundheit der Mitglieder deiner Karawane überwachen und diese ausrüsten. Okay, hier unten gibt's Accessoires. Das hier ist also unsere Schnecke, unser Elefant, unsere Schlange, unsere Kobra, Alarm für Kobra 11 und noch eine Kobra. Was haben wir denn hier? Jimbakritwurzel. Ein gewundener Tentakel, der einem Wurzelknäuel ähnelt, aber gänzlich anders schmeckt, kann in Läden gegen nützliche Gegenstände eingetauscht werden. Kräutermittel, ja.
14 Zeilen in einem strengen Reim. Okay. So nett können wir also auch. Ein klebriger, übelriechender Mixtur aus Pflanzen. Kann während Erkundung oder Ereignissen verwendet werden, um der Karawane zu helfen. Und beschädigtes Fell. Kann als Füllmaterial für Fransen und Bommel verwendet werden, ist für Decken oder Teppich aber nicht gut genug und können wir auch eintauschen. Level up, wenn wir 10 von denen hier haben. So, okay. Das heißt, wir machen uns jetzt weiter auf dem Weg und gehen erstmal hier runter und holen uns da mal wieder was von dem beschädigten Fell. Dann gehen wir hier entlang und kriegen ja dann hier den abgenutzten Splitter heraus. Jetzt müssen wir nochmal kurz, was haben wir denn noch? Senkt die Bewegungskosten auf 0, 5 Runden lang. Dann stärkt den Schild aller Mitglieder der Karawane. Reduziert die Bewegungskosten um 2 für die nächsten 10 Züge. Und Dünge, trockene Felder und was bedeuten denn Bewegungskosten? Also wir bewegen uns ja nicht rundenmäßig hier durch. No? Neutrale Events, Enemy Level 1. Increase Speed, Slow, Combat starts once the Gorg is full, resets after each ambush. Ein Bug melden. Ne, da brauchen wir nicht. wir haben nochmal eine neue Sache hier gefunden. Hier sehen wir dann das Ansehen von den allen. Position verwalten ist, glaube ich, schon richtig so. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Wird schon aufgehen. Dann haben wir hier nochmal Splitter, auf denen noch immer Spuren von Gravuren oder Farben erkennbar sind. Ideal für Puzzle-Fans. Wow. Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir hier entlang weitergehen. Das heißt, jetzt geht's hier als nächstes runter. Jawoll! Und jetzt kommt hier... Was bedeutet diese Kampfkraft? Oder bekommen wir dann einfach ein Ambush hinzu? Wir haben eine große Herde, das heißt, hier können wir uns wieder einiges zu essen holen. Und eine alte Ruine. So nannten sie mich in der Schule. Ja, wir gehen hier entlang, weil das wird keine 11 kosten. So. Alle Leute versuchen seit alters her, Kontakte mit den Unsichtbaren herzustellen. Und nun würden wir es versuchen. Den Altar bewundern, die Inschriften lesen. Wir wollen die Inschriften lesen. Dank unseres Wissens über vergangene Zivilisationen verstanden wir wenigstens zum Teil, was dieses Monument darstellte. Wir sind jetzt optimistisch. Plus 25 Shield Increase in Positive Events. All Reputations plus 1. Die freuen sich jetzt also über uns. Wenn wir hochgehen, dann ist es minus 12. Benötigt Spitzhacke. Haben wir nicht. Jetzt ist die Frage, wo können wir denn hier entlang jetzt weitergehen? Region Map. Wir gehen mal hier entlang runter, auch wenn wir jetzt nicht die Nahrung dadurch bekommen. Wir können hier unten hingehen. Uiuiui, das war aber knapp. Benötigt. Ja, aber haben wir ja. Sehr schön. Dadurch haben wir Nahrung bekommen. Und dann können wir jetzt hier rüber gehen und können dann den Käfer essen. Lecker. So, ihr direkt erstmal als Bug melden, oder? Alter! Okay, das ist wirklich eine... Da oben sind Gegner. Minus 15% Leben. Wir würden hier sogar Leben verlieren, weil wir so wenig zu essen haben. Würden wir hier auch Leben verlieren? Ja, würden wir. Das heißt, wir müssen aber hier rüber, um das wenigstens ein bisschen was zu essen zu bekommen. Leck mir am Arsch, ey. schon sind wir in der Wüste gefangen. Die Karawane zieht weiter, der Ranger hat Durst. Da oben. Oh Gott. Heidewitzka, Herr Kapitän. Jetzt hier runter und schnappen wir uns. Nein, jetzt werden wir kurz vorher angegriffen. Alter, wie viel Leben wir schon verloren haben. Prepare-vous. Ja. Démarre le combat. Was sind das denn hier für Viecherchen? Was haben wir denn? Spott. Verursacht mit dem nächsten Angriff 50% weniger Schaden.
Und er leidet am Ende der Runde 3 Reihen Gift. Wir machen mal das hier. Wir machen mal Spott, wobei der 75% Resistance hat. Das heißt, wir machen mal bei dem das hier. So, jetzt können wir jemanden vergiften, aber nur in den ersten beiden Reihen. Da versuchen wir mal bei dem hier anzuwenden. Ja, es wurde ja gesagt, es gibt eine harte Lernkurve. Physische Resistenz, damit geben wir immer mal mehr Schild. Oder das Ziel stirbt, dann bekommt der Wirker nochmal ein bisschen was obendrauf. Wir könnten den hier anwenden. Da würden wir aber erstmal nur den Schild zerstören. Immerhin. Dann wollen wir den angreifen. Die können also erst nicht. Oh, wir machen 2 hintereinander Schaden dann sogar. Wenn der Shield breakt, dann scheint es auch so zu sein, dass wir den Schaden zufügen. Und wir fügen den auch hier mit Schaden zu. Mit dem Spott. Deswegen werde ich jetzt hier auch nochmal den Spott nutzen, damit der Shield breakt. Ja. Damit der Shield breakt, Mann ey. Ich bin aber euch ein Räppchen. Der ist gestorben. Sehr gut. Dann würde ich jetzt gerne nochmal gegen die gegenrennen, damit ich dem dahinter nochmal Schaden machen kann. Wenn das der erste Kampf ist, Heidewitzka, ey. Gott sei Dank, der hat nur noch 5 Leben gehabt. Okay, Erfahrungspunkte-Zuwachs haben wir erhalten. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir machen können. Eieieiei. Ich würde erstmal gerne den hier nehmen, damit ich den hier heilen kann. So. Genauso bei dem hier. Den würde ich nämlich auch gerne heilen. Ich würde mal gerne das hier machen. Senkt die Bewegungskosten auf 0 für die nächsten Runden. Ah, guck mal. Das heißt, wir verlieren dann kein Leben. Dann können wir den zum Beispiel hier hin bewegen. Dann können wir den zum Beispiel hier hin bewegen. Dann haben wir wieder ein bisschen zu essen. Dann würde ich gerne hier runter gehen. Oh, nein! Deswegen nicht zu schnell nach vorne gehen. Teil der Fertiger. Fearsome. Wurde unsere Hand wirklich von zukünftigen Generationen gelenkt? War es nicht für leichter, einen dann einfach aufzugeben? Jede Geschichte endet früher oder später. War das so falsch? Brauchte die Welt wirklich Zeugen? Schweigend weiterziehen. Ja, wir sollten miteinander reden. Decrease hope a little oder decrease hope a little? Oh. Und einer verliert ein Leben. Und hier verlieren wir Leben. Alter, wir machen das hier. Es schien erforderlich zu sein, innezuhalten und über unsere Zweifel zu sprechen. Die Pause tat uns gut, aber wir fanden keinen Weg aus unserer Spirale der Negativität. Unsere Lage war in der Tat verzweifelt. Okay, aber keiner hat Leben verloren. Das ist ja erstmal das Wichtigste hier. Wir nehmen dann nochmal den hier. Jetzt gehen wir hier rüber und sammeln den dort ein. So. Ah, da oben ist der Baum. Das heißt, ich will die Bewegungskosten senken. Für die nächsten Runden. Dann kann ich da hochgehen. Da ist ja der Baum! Wir haben es geschafft. Ich bin grandios! Eine prall gefüllte Frucht, die explodieren kann, wenn du sie zu stark erschüttert. Unlock Combat Consumable in the Crystal Library to equip them. Schillernder Rückenschild. Wir können noch ein Level Up versuchen. Ne? Ich würde gerne jetzt erstmal mein Tank Level Uppen. Schild heben. Geschützt. Dadurch bekommt er mehr. Oder Schildschlag. Verlangsamt. Der nächste eingehende Angriff wird auf den schützenden Verbündeten abgelenkt. Auf den schützenden Verbündeten. Okay. Das heißt, wir nehmen Schild heben. Wir wollen den hier als Tank auch weiter nutzen. Ich finde das mit diese Idee mit den Tieren, die im Menschencharakter oder Menschenbereich auf.
Nein, jetzt ist noch ein Kampf, kurz bevor wir da ankommen. Das sind Echsenmenschen. Wollen wir die Echsen, die Menschen? Macht das nicht mehr Sinn, wenn wir die nach hinten gehen, am Machen sein? Wir sehen ja, in welchem Bereich wir die einsetzen können. Ich würde nämlich, glaube ich, die beiden hier gerne tauschen. So. Erinnert auch ein bisschen an Darkest Dungeon, muss ich sagen, jetzt so im Nachgang. Wir spotten den da hinten erstmal. Hat der nämlich auch schon einen schönen Shield Break. Ah, da, wir 50% des Schadens auf den Angreifer zurück. Dann können wir zum Beispiel sagen, die hier sollen jetzt erstmal die Dornen bekommen. Dann bekommen die den Schaden auch schon mal wieder zurückgeworfen. So, der kann nur auf den ersten Bereich angewandt werden. Der kann sich in physischen Resistenz erhöhen, deswegen ist der vorne gewesen. Ja, auf wen von beiden gehen wir? Gehen wir erstmal auf den. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal egal. Der hat ein bisschen weniger Leben. Dann hauen wir hier oben einmal rein, damit wir denen dahinter nochmal Schaden zufügen. Und da ist der Schild nämlich auch gebrochen bei denen. Dann machen wir einen Spot auf den dahinten. Dann hauen wir den erstmal weg. Jetzt nochmal vergiftet auf den. Dann hauen wir den nämlich auch weg. Ja, und der Elefantus, der muss sich da gar keine Gedanken drum machen. Sehr schön. Dann können wir den nämlich jetzt einmal hier mit Schaden zufügen. Dann bekommt er mit dem nächsten Angriff nämlich noch mehr Schaden und dann ist er jetzt platt. Sehr cool. Rauchgranate haben wir bekommen und Kaktusfeige. Aha. Dadurch bekommen wir 5 Vorräte geschenkt. Das ist ja schon mal super. Wenn wir da eh auf dem Weg nach oben sind, dann gehen wir hier hoch und... Hallo! Hallo, hallo! Eine sanfte Wärme umfing uns, als wir den Baum betraten. Wir wurden von einem berauschenden Aromen und Vogelgezwitscher empfangen. Von seinen berauschenden Aromen und Vogelgezwitscher. Das die Geschäftigkeit der MK begleitete. Wir waren zu Hause. Was gibt's denn jetzt hier? Also, der scheint bald zu sterben. Wir haben hier einmal Rasten, wodurch wir mehr Leben bekommen. Aktive Fähigkeiten werden dann auch wieder genutzt. Wir haben einmal den Markt, wir haben aber auch einmal die Rekrutierung. Melkos Kanon, das Oberhaupt des Traumdeuterkults von Saar, bat uns, einen für seine Kapelle bestimmten Fetisch zu bergen. Und wir haben Questboard. Das heißt, ich gehe mal kurz hier drauf. Eine Reise nach Musavenkosi ging stets mit einem Besuch der Kapelle einher, in der die sterbliche Höhle unseres Ahnherrn, Traumdeuter Melkon, aufbewahrt wurde. Während wir diese... Achso, das ist hier ein riesengroßes Schneckenhäuschen. Während wir diese betrachteten, gesellten sich der Kanonikus zu uns, der vorgab, große Bewunderungen für die Karawanen zu hegen. Nachdem er die Geschichte von Musavenkosi zum Besten gegeben hatte, kam er geschickt auf seine eigenen Sorgen zu sprechen. Offenbar wartete er auf die Ankunft eines Jet-Götzen, der seine Sammlung von Reliquien ergänzen und die Kräfte der hiesigen Traumdeuter als mächtiges Artefakt vergrößern sollte. Unglücklicherweise waren die Händler der Nebelwesen, die ihm den Götzen übergeben sollten, von Piraten überfallen worden. Er beschrieb uns sogar die Position des Wracks für den Fall, dass wir Lust auf ein Abenteuer hätten. Aha, dankeschön. Dann rasten wir einmal. Das Hotel war riesig und voller Reisender. Einige von ihnen waren misstrauisch und abweisend, andere freundlich und mitteilsam. Das war ja jetzt noch nicht so schwer. Rekrutierung gucken wir uns doch mal an. Ach, guck mal einer an. Der ist ja cool. Wobei der natürlich auch cool ist. Der ist auch recht schnell dran. Schuhe und Angriff Dolchspiel. Wie viel kostet der denn? 50. Wie viel haben wir denn?
Ach so, ich muss jetzt hier irgendwas geben dafür. Ein Sonett. Das ist 8 wert. Kann in Läden verkauft werden. Machen wir auch nochmal. So, das heißt, wir haben jetzt einen Wert von 52. Kriegen wir das noch irgendwie runter? 8. Wir brauchen nur noch 6. Wir brauchen nur noch 6. 6 haben wir nicht. Haben wir nicht. Wenn wir das rausnehmen, brauchen wir 14. Haben wir irgendwas, das 14 vielleicht geben könnte? Nee. Wenn wir den rausnehmen, dann brauchen wir nur noch 30. Das heißt, wir könnten den hier nehmen. Und dann zweimal beschädigtes Fell. Weil dann kommen wir nämlich genau da drauf. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen feilschen mit denen, ja? Und je besser dann unsere Reputation bei denen ist, desto besser sind wahrscheinlich auch die Preise, weil hier sind wir gerade bei neutral. Handel. So. Und jetzt müssen wir aussuchen, gegen wen wir den hier tauschen möchten. Okay. Das ist schwierig, ey. Okay, und beim Markt kann ich irgendwelche Sachen holen. Der Wert von Gegenständen kann vom Stamm, da ist ein Mensch sogar, zu Stamm unterschiedlich sein. Möglicherweise lohnt es sich also, einen Gegenstand irgendwo zu kaufen und ihn an einem anderen Ort weiterzuverkaufen. Für Fertiger haben beispielsweise Pflanzen nur einen geringen Wert, weil sie diese selbst anbauen. Dafür wissen sie Fleisch und Werkzeug sehr zu schätzen. Für Fertiger, ja, woher wissen wir denn, was die sind? Spitzhacke. Lass mich nochmal kurz hier aufbrechen. Questboard können wir uns auch nochmal anschauen. Da gibt's leider nichts. Was haben wir denn hier? Wir können noch ein Level-Up durchführen. Also den hier will ich auf jeden Fall behalten. Jetzt ist die Frage, will ich den behalten? Das mit den kostenlosen Bewegungskosten ist halt wirklich schon sehr geil. Genauso wie das hier. Düngetrockene Felder und Pflanzen ist natürlich auch sehr cool. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Okay, pass mal auf. Wir machen das dann folgendermaßen. Wir werden dann nochmal den hier mit dem Spott erhöhen. Wobei, wenn wir den hier in die erste Position packen, werden wir das hier lieber eher erhöhen. So. Und entferne die Buffs. Haben wir. Dann haben wir einmal, Ziel hat keinen Schild. Dadurch zufälliger Verbündeter erhält 18 Schaden. 18 Schaden? Verbündeter von dem Ziel wahrscheinlich, ne? Okay, ich will den dann ein bisschen auf Damage spielen. Erinnerungsüberladung. Das heißt, wir werden den jetzt hier benutzen. Und wir können jetzt nochmal einen upgraden. Da nehmen wir den Spotter. Wir könnten Gesundheit wieder hinzufügen bei jemandem. Senkt Schilder auf 0. Den hier will ich nicht auf Angriff spielen, sondern auf Buffs. Das heißt, den packe ich dann gerne mal hier hin. So, okay. Dann wollte ich nochmal die Position verwalten. Da werden wir die nochmal so tauschen. Alles klar. Am Markt würde ich dann halt gerne die Spitzhacke nehmen. Die würde ich mir wirklich gerne holen. Aber woher weiß ich, ob das Fertiger sind oder nicht? Naja, wir gehen mal hier drauf und einmal den hier. Dann würde ich gerne handeln. So, das haben wir dann mal gemacht. Und die beiden würde ich auch noch auf jeden Fall gerne nehmen. Die Kaktusfeige könnte man auch noch gut mitnehmen. Ereignisse für ein Seil. Was haben wir noch? Glanzsieb. Hier schwamm in Lava. Deshalb ließen sie auch einzig. Oh, ein Schild. Und ein Seil. Und ein Kaktus. Ich guck einfach mal. Ich werde mal hier alles reingeben. Abgenutzte Splitter. Können die benutzen anscheinend. Haben die was mit zu tun? Dann haben wir Fell, das wir denen geben können. Und wir haben dann nochmal die Splitter. Und wir haben nochmal den Rückenschild, den wir denen hier geben können. Und wir haben nochmal die Sonate hier. Damit haben wir jetzt 7 zu viel. Das heißt, ich nehme. Hoppala. Ich nehme hier nochmal den hier raus. So. Dann handle ich das.
Dann mache ich jetzt mal aufbrechen. Wir gehen hier drauf. Und dann können wir ja dem hier den Schild geben, weil der nämlich plus 15 Schild, plus ein Stärke- und Feuerresistenz dazu bekommt. So. Sehr gut. Können wir jemanden die Spitzhacke? Nee. Okay, dann gehen wir weiter, würde ich mal sagen. Gehen wir weiter. Machen wir aufbrechen. Ah, jetzt müssen wir dafür zurückgehen. Na, vielleicht bringt uns das ja was. Weil da ist auch noch eine Quest. Gucken mal kurz auf die Region Map. Ja. Gut, dann gehen wir mal hierhin zurück, ne? Hauptsache, wir nutzen die Kaktusfeigen jetzt hier nicht. Können wir hier nach vorne gehen? Da können wir dann das hier benutzen, damit wir wieder ein bisschen Essen dazu bekommen. Und hier haben wir anscheinend ein wildes Ereignis. Wir entdecken riesige terrassenförmige Felder, die von einer beachtlichen Armee von Flaven rasch abgeerntet wurden. Uns schienen zwar nicht alle Früchte reif zu sein, aber sie erklärten uns, dass ein Sturm aufziehe und sie jetzt schon bezweifelten, dass ihre Zahl ausreichen würde, um zu retten, was zu retten war. Bei Ernte helfen, dafür würden wir eine Kaktusfeige bekommen. Bewässern, dafür würden wir nicht vertrauenswürdig. Düngen könnten wir sogar durchführen, dafür würden wir eine Dattel bekommen. Ist eine Dattel besser? Und weiterziehen. Wir machen mal das Bewässern. Ich weiß nämlich nicht, was eine Dattel hier uns bringt. Dann gehen wir mal hier entlang weiter und hoffen, dass wir da unten was zu essen bekommen. Hier würden wir was zu essen kriegen. Deswegen reduziere ich jetzt mal kurz die Kosten für uns für die nächsten Runden. Ist das jetzt euer Ernst? Wir sehen da unten jetzt nichts, wo wir hingehen können. Kosten 0 und 12 Nahrung. Pass mal auf, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall da oben hin. Können wir jetzt da runtergehen und die Spitzhacke benutzen. Dadurch haben wir... Ah, wir haben die Shetain-Wüste erreicht. Das hat uns jetzt auch mal wieder ein bisschen Erinnerung gebracht hier oben. Memory Points. Underground. Das ist ein Underground sogar. Mit denen hier könnten wir kämpfen. Da würden wir was rausbekommen. Vielleicht kämpfen wir wirklich mit denen, um ehrlich zu sein. Weil dann können wir nämlich hier direkt geradeaus weitergehen. So. Also es macht schon Spaß zu taktieren. Ganz ehrlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nicht so wäre. So, dann hoffen wir mal. Was haben wir denn hier? Was ist das denn für einer? Damit könnte ich die Gesundheit von allen anderen erhöhen. Wir gehen erstmal auf den hinteren, weil wir bei dem mehr Schaden machen könnten mit dem Spott. Dann können wir hier nochmal einen Shieldbreak machen. Wenn Shieldbreak ist, sieht immer so aus, als wäre die dann erstmal ohnmächtig wären. Der hat nur ein Leben verloren. So, Ziel hat keinen Schild. Zufälliger Verbündeter bekommt nochmal 18 Schaden. Das heißt, ich kann ihn hier drauf angreifen. Jetzt hat der hier vorne 18 Schaden bekommen dadurch. Das ist das, was wir eigentlich machen wollen. Oder nächster Angriff erleidet doppelter Schaden, erleidet der dann. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den hier versuchen durchzusetzen. Was haben wir noch? Okay, wir machen das hier, weil er dann vergiftet wird. Betäubt, kann während seiner Runde keine Aktion ausführen, er hält standhaft, wenn dieser Effekt abklingt. Er erleidet am Ende der Runde 3 Reihen Schaden für jeden Stapel Gift, ignoriert Schilde.
bei dem können wir das dann auch nochmal durchführen. Das war aber viel Schaden. Damit sollten jetzt beide platt gehen. Ja, okay, das ist ein krasser Typ, ey. Du gewinnst. Yay, Erfahrungspunkte. Und Fleisch, eine zarte und saftige Portion. Lecker. Ich glaube, den werde ich aber nicht handeln, das Fleisch. So, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Und wir haben hier drüben noch was. Wir könnten ja erstmal hier Botanik anwenden und ein bisschen was bewässern, wenn wir wollen. Gucken wir mal, was da drin ist. Wir nähern uns... Tür aufbrechen und eintreten. Die Spitzhacke wäre dafür weg. Wir nähern uns der zyklopischen Ruine. Wir empfanden Furcht und Respekt vor den Altvorderen, die diese riesigen Strukturen errichtet hatten, die immer größer und zu werden schienen, während man auf sie zuging. Struktur untersuchen. Also Spitzhacke sind einmalige Items. Seltsam. Wir untersuchen die Säule und Inschriften, können über die Bedeutung für ihre einstigen Bewohner nur rätseln. Na super. So, dann gehen wir hier hin. Und schnappen uns das auch nochmal. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Und nutzen wir hier mal die gratis Bewegungskosten, die wir haben. Dann können wir nämlich hier drüber gehen. Haben wir hier wieder ein bisschen was zu mampfen. Mampfen in Sans, ne? Jetzt sind wir überladen. Das können wir ja leicht ändern. Erstmal kriegt er hier ein Level ab. Befallen. Er leidet 50% mehr Schaden, fügt allen Verbündeten Schaden zu, wenn die eine mit diesem Effekt stirbt. Das finde ich gut. Können wir nämlich einmal dem hier dem Leben geben. Ich glaube, wir werden jetzt überfallen kurz vorher. Was sind das denn hier für Viecherchen? Hyänen? Sind doch bestimmt vor uns dran. Okay, dann können wir den hier mit Befallen besetzen. 3 Runden lang hält das an. Die machen direkt in beiden Reihen hintereinander Schaden. Außer bei dem. Der tankt das weg. So, und dadurch, dass der kein Schild hat, machen wir bei dem anderen auch noch Schaden. Dann wollen wir einmal hier den benutzen. Den machen wir weg und damit bekommt der andere jetzt auch nochmal 50% Schaden. Und dann können wir nämlich jetzt den hier mit platt machen. Es ist also ein Spiel mit den Synergieeffekten, die wir hier drin erhalten. So, jetzt müssen wir hiervon nochmal was benutzen. Beispielsweise den hier. So, haben wir. Gehen wir einmal darüber zu dem hier. Und dann nutzen wir nochmal Kaktus, Juice. Jetzt müssen wir uns nach und nach durchkämpfen, habe ich so das Gefühl. Das wird interessant. Ach du Scheibenkleister, du ahnst es nicht. 50 Rüstung hat er. Kann der mit seinem Angriff, kann alles angreifen. Das heißt, wir können den da hinten erstmal draufhauen. Und dann können wir mit seinem, fügt allen Verbündeten 5 Schaden zu, wenn die Effekte... Das heißt, wir könnten den hier mit angreifen, dann hat er kein Schild, dann könnten wir den hier mit angreifen. Also wir könnten den hier mit angreifen, damit belegen, mit dem töten und dann würden die anderen alle 50% Schaden bekommen. Das machen wir so. Befallen.
Jetzt werden wir erstmal angegriffen von denen. So, der ist ausgenockt. Echt jetzt? Gut, dann müssen wir jetzt an den rangehen, indem wir den Sturmangriff machen. So, den haben wir. Dann werden wir jetzt als nächstes den angreifen, weil er dann auch die Runde betäubt ist. Haben wir. Dann einmal den hier ausschalten. Der ist weg, der ist weg. Sehr gut. Dann können wir den hier einmal angreifen und den dahinter wird auch noch sterben. Jawoll! Sehr schön. 30 Erfahrungen haben wir dazu bekommen. Was ist das? Eine Granate. Oh, so nannten sie mich auch in der Schule. Granate. Granate Ranger. Granny Ranger. Wobei, vielleicht war das was anderes, was sie damit benutzten. Naja, egal. Jetzt haben wir natürlich nichts zu essen für den Rückweg, ne? Ah, oh, da ist ein riesengroßer Elefantenstatue. Also der Grafikstil, Schöckchen, Güsellchen. Ich konnte gerade gar nicht die HP von denen sehen. Alter Verwalter, was ist denn das für einer? Ja, dem müssen wir aber noch ein bisschen Aua Aua hinzufügen. Entschuldigung? Entschuldigung? Habe ich mich verlaufen oder so? Was war das denn jetzt? Die haben den mit einem Mal gekillt? Huch! Lo siento, señor. Parlez-vous français? Die heilen sich wieder komplett. Hey, alles gut. Alles gut. Ich meine, was will man sonst erwarten? Panik! Panik! Den bekommen wir immerhin damit platt. Gehen wir mal auf den. Der ist betäubt durch den Shield Break. Der hat 101... Entschuldigung, der hat 121 Rüstung. Ich will mich ja auch richtig ausdrücken, ne? Der sollte dadurch sterben. Ja, jetzt ist mein Damage-Dealer tot. Alter, jetzt ist der Tank fast tot. Alter, der hat einen Reifen verloren. Yo, Brudi. Alles gut. Jetzt haben wir zu viel zu tragen. Die Verantwortung wahrscheinlich, ne? Ay, caramba, ey. Oh, jetzt können wir auch unsere Fähigkeiten upgraden. Ah, zwei Ziele werden befallen und es gibt vergiftet. Wir machen das mit dem Befallen mal ein bisschen stärker. Dann haben wir hier noch Level Up. Können wir auch nochmal upgraden. Geschwächt haben wir auch noch damit. Das ist natürlich auch schon mal schön. Dann machen wir das hier. So, und dem hier würde ich jetzt gerne einmal benutzen, weil sonst stirbt der mir nämlich. Weg, habe ich das Gefühl. Wir sind immer noch zu voll beladen. Dann benutzen wir jetzt mal zwei davon.
Nachdem wir die Piraten vertrieben hatten, fanden wir rasch den Götzen, der in der Tat riesig und eher eine Statue als einen Götzen gleich kam. Er würde nicht leicht werden, einen so großen Gegenstand zu transportieren. Haben wir jetzt Mitreisender? Nee, wird nicht als Mitreisender gezählt. Schweinerei. Aber der wiegt ja gar nichts. Ach so, klar. Jetzt kommen wir nirgendwo. Jetzt kommen wir hier gerade nirgendwo durch. Nee. Passiert ja mal. Dann wollen wir uns mal hier entlang bewegen. In einer dunklen Nacht erregte ein Licht unsere Aufmerksamkeit. Als wir uns ihm vorsichtig näherten, erkannten wir, dass es sich um ein Feuer auf einem verfallenen Turm handelte. Einem Leuchtturm der Nebelwesen, der Schiffe in vermeintlich sichere Gefilde lotste. Allerdings war das Feuer nicht weiter als eine Falle von Strandpiraten auf der Suche nach Beute. Strandpiraten! Piraten angreifen, lautlos entkommen. Wir versuchen jetzt mal lautlos zu entkommen. Wir zogen uns lautlos von dem Drama zurück, das sich gleich vor unseren Augen ereignen würde, nicht darin verstrickt zu werden. Nun, eine alte verborgene Truhe. Aber die kriegen wir jetzt nicht mehr rauf. Nee. Wir müssen jetzt schon hier Starving durchlaufen. Over. Ach, und jetzt werden wir angegriffen in dem Moment. Das ist ja herzallerliebst. Das ist ja gar wunderbar, ist das ja. Oh, der überlebt sogar. Und das ist aber praktisch. Du überlebst, um danach einsam und verlassen in der Wüste zu sterben. Du hast sogar noch ein Stück Fleisch daraus bekommen. Ich werd welk. Das haben wir leider nicht mehr. Gut, unsere Karawane stirbt. Karawane verstorben. So endet die Geschichte unserer Karawane. Jetzt müssen wir sagen, neue Karawane. Okay, machen wir. Jetzt haben wir die neue Karawane aktiviert. Was passiert dann? Wir behalten also unsere Erfahrung. Wir behalten unsere Erfahrung und können zum Beispiel Erfahrungszuwachs steigern. Dann können wir die Sachen auch upgraden. Mehr Schaden, mehr Gewicht können wir nehmen. Okay, wir können die also auf jeden Fall nutzen, wenn wir draufgegangen sind. So, und dann können wir unsere Karawane zusammenlegen, wie wir die wollen anscheinend. Ich hätte gern tatsächlich nochmal so ein und so ein. Die fand ich tatsächlich ganz gut. Dann haben wir einen Pyromanten, einen Mensch. Oder wir nehmen den hier. Was hat der denn als Fähigkeit? Verzerrt und verwüstet fruchtbares Land. Die Karawane verliert 7 Gesundheit. Den würde ich gerne mal ausprobieren. Können wir uns nämlich selber eine Aeromant. Das heißt, wir haben 2 Zauberer. Und wir haben Erfahrung mitbekommen. Also können wir bei dem hier zum Beispiel schon mal sagen, Level up! Und kriegen dann für den nochmal Schild heben. So, und das würde ich dann auch gerne bei dem machen, weil ich fand den wirklich stark, muss ich sagen. Reduziert Hoffnung. Bekommen jedes Mal... Wir nehmen das mal. Wir bekommen jedes Mal also andere Fähigkeiten auch hinzugefügt. Gibt es hier Quests? Nö. Das heißt, wir können wieder aufbrechen. So, jetzt brechen wir wieder auf. Was ist, wenn wir aufbrechen? Region Map. Dann haben wir die Karte schon so weit aufgedeckt. Das heißt, wir können uns daran besser orientieren. Auch wenn es dann hier andere Sachen gibt. Den Götzen dahin bringen. Haben wir den Götzen bei uns im Inventar? Den haben wir sogar bei uns im Inventar. Ach, das ist ja praktisch. Hier gibt es ein Seil. Ich werde erstmal da hochgehen, das Seil holen, weil ich glaube...
das würde sich für uns lohnen. Dabei gehen wir erstmal da oben hin, dann bekommen wir noch 2 Elfenbein. Können wir für uns schon mal nehmen. Wenn wir mal in andere Richtung auskundschaften gehen. Das ist cool. Also es ist Roguelike-Strategie. In einer dunklen Nacht erregen wir... So, wir können das Feuer löschen. Dreifachklinge bekommen wir dafür. Mit den Geistern und Gasen der Luft erzeugen unsere mächtige... Geistern und Gasen der Luft... Bohneneintopf, unser mächtiger Pyromant, in den Flammen der Falle eine gewaltige Explosion. Da sie ohne Zweifel glaubten, von seinem Djinn attackiert zu werden, ergriffen die Piraten panisch die Flucht und ließen ihre Ausrüstung zurück. Alter, das ist ja mega. Also das Spielprinzip gefällt mir richtig gut. Roguelite? Roguelite ist es? Roguelite ist es und, ey, cool. Cool. Wir wissen also auch nicht, wie sich das Ganze verändert hat. Wir wissen nur, unten ist eine Karawane. Also wir wissen nur, hier kommt man durch. Wir wissen aber nicht, wie es jetzt aussieht. Das ist ja auch mal interessant zu wissen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt hier runter, weil von diesem ganzen Zeug haben wir nichts. Die Ambush-Chance hat sich erhöht. Dann gehen wir hier rüber. Kriegen dann noch mal ein bisschen mehr und dann gehen wir hier entlang, holen uns das nächste und jetzt wissen wir, da kommt die Wüste auf uns zu und dann können wir mal gucken, ob wir geradeaus vielleicht gehen können, auch wenn wir schon wissen, dass da eine Wüste, dass da eine Brücke ist. Wir senken mal die Bewegungskosten auf 0, weil wir haben nämlich gerade keine Lebensmittel mehr. Nein, ernsthaft jetzt? Scheiße. Entfernt Sand. Haha, geil. Okay. Ach, leck mich doch am Zahnstocher, ey. Oh nee, wirklich? Gut, da müssen wir jetzt mal ein bisschen Leben verlieren. Und jetzt sind wir auch noch im Kampf. Puh, okay, dadurch kann sich also eine riesengroße Mauer etablieren. Wir werden die hier einmal wechseln, dann einmal den Kampf beginnen. Dann gucken wir mal, was die können. Windklinge, Schaden, von Intelligenz abhängig, bewegt sich nach hinten. Ach, das bewegt das Ziel nach hinten. Ja gut, die kann halt von da aus angreifen. Also es hat auch viel von den... der Kampf ist weniger Heroes of Might and Magic, sondern mehr Darkest Dungeon, wenn man das jetzt mal so anschaut. Reduziert Hoffnung. Begeistert. Können wir jetzt hier mit dem hier Schaden durchführen. Und wir bekommen dadurch Schild zurück. Wir nehmen jetzt hier erstmal... Der kann nur uns hier drüben angreifen anscheinend mit seiner... Oder der greift uns an. Es wird uns angezeigt, was die hier als nächstes machen. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, wir wollen den schützen. Wir bekommen mehr Schild und der hier, der Angriff von dem wird jetzt geblockt bei uns. Dann haben wir einmal die Möglichkeit, Panzer zu bauen, physische Resistenz oder Schaden durchzuführen. Ich will irgendwie den Schild hier weghauen. Oh, dagegen hat er eine hundertprozentige Resistance. Er hat nicht den Schild weggehauen. Noch ist der Schild da. Bei denen. So, jetzt kann ich endlich von denen den Schild weghauen, damit er eine Runde betäubt ist. Dann kann ich den hier einmal böse angucken, damit er dann mit dem nächsten Angriff hoffentlich weiter drauf geht. Wenn das Heal stirbt, bekomme ich Leben. Bekomme ich Panzerung. So. Und dann einmal den hier angreifen nochmal.
nochmal Schaden durchführen. Cool. Und wir haben Essen bekommen. Das ist ja auch ganz schön. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Ich muss mal eben was nachsehen. Mal eben kurz nachgucken. Okay, liebe Leute, weiter geht's. Wir würden nochmal 2% Leben verlieren. Oder wir nehmen uns die Vorräte. Ganz ehrlich, die 2% Leben sparen wir uns. Wir haben ja gesehen, was das sonst bringen könnte, ne? Was haben wir denn noch hier bekommen? Wir haben halt die Dreifachklinge, Beweglichkeit und Stärke. Mit Stärke. Wir brauchen also eine Fähigkeit, die mit Stärke skaliert. Haben wir nicht. Der skaliert mit Stärke. Ist, glaube ich, der Einzige, der mit Stärke skaliert. Die anderen skalieren damit nicht. Okay, das heißt, wir geben dem die rein. Und dadurch machen wir mehr Schaden. 20% Schaden, wenn ich das rausnehme. 16% Schaden. Alles klar. So, dann wollen wir die Pyromanten mal aufleveln. Brennende Sümpfe, reduziert Hoffnung, plus 12 Gesundheit. Ja, die Selbstverbrennung. Der hier scheint sehr stark zu sein, aber jedes Mal Hoffnung bei uns dann einbüßen zu lassen. Wir müssen mal gucken, wie wir den spielen können. Machen mal das hier. Was haben wir denn jetzt mit verzerrt Wüste gemacht? Regenerer vos compétences en ville ou sur des cassés. Hier irgendwas. Boah! Beim ersten Mal sind wir besser durchgekommen. Also der Weg nach oben war echt unsere, vielleicht unsere unser Todesstoß. Das ist ein verkackter Berg vor uns. Was ist das? Eine sanfte Wärme umfing uns, als wir den Baum betraten. Wir wurden von seinem berauschenden Aromen und... Ach, das ist ein abgewelkter Baum. Den können wir durchsuchen und dann bekommen wir... Oh. Oh, okay. Das ist ein verstorbener Baum einfach. Haben wir noch was davon? Bitte sag mir, wir haben noch was davon. Wir haben nichts mehr davon. Muss da runterlaufen. Auch wenn uns das Leben kostet. Ich muss die heilen. Sonst gehen die mit dem nächsten Angriff drauf. Der kann sich selber heilen, das ist halt das Gute. Wenn wir den dann kämpfen. Oh. Nein! Die ist wirklich, das ist ein wirklich schwieriges Spiel, ey. Aber es macht sau viel Spaß. Es sind manchmal die einfachen, simplen Spiele, die einen, glaube ich, am meisten reinholen. Ich glaub's wirklich. Das ist halt einfach immer so. So, einmal auf den. Ich hoffe, dass sie den jetzt nicht töten mit dem Angriff. Nee, machen die nicht. Plus 12 Gesundheit bekomme ich dadurch. Oh, Entschuldigung, ich habe den Alert nicht ausgemacht in der Aufnahme. Tut mir leid. Vielen Dank für den Follower. Falls du das Video hinterher sehen solltest. Wenn das Ziel stirbt, bekomme ich Schild. Wir wollen auf den hier Schild haben.
So, und wir können ja auch nochmal den hier. Wobei die Frage ist halt, kriegen wir den weggeboxt? Wir machen es riskant. Ich meine, wir müssen ja irgendwie müssen wir ja durchkommen. Also der mit dem Schaden, der mit dem Wind, der macht ja wirklich so wenig Schaden, ne? Ehrlich. Ich würde mal gerne wissen, ob der das Leben behält. Jetzt haben wir 49 HP mit dem. Wir haben Gott sei Dank Fleisch daraus bekommen. Das ist ja das Gute, wenn die uns angreifen. Behält ihr die 49? Ja, dann schön nach oben heilen. Erstmal das Fleisch benutzen. Können wir nämlich das hier als nächstes nehmen. Mit M können wir die Karte öffnen und dann können wir nämlich hier runtergehen. Da ist auch noch eine Brücke. So, sehr schön. Eines Nachts entdecken wir in der Ferne ein flackerndes Feuer. Einige kanikische Reisende hatten unweit einer großen Felsformation ihr Lager aufgeschlagen. Wir können mit denen handeln, Mahlzeit anbieten. Um Mahlzeit bitten können wir auch. Und angreifen. Wir können ja mal handeln mit denen. Oh. Das klicke ich mal, gebe ich denen mal alles hier. Ja, 180. Haben wir jetzt 180? Das ist die Frage. Elfenbein ist viel wert. Und die Wurzel. Die Heilwurzel. Unkaluabu. Wir handeln das mal so. Zack. Sonst kommen wir nämlich hier nicht vernünftig durch die Wüste durch. Können wir nämlich hier auch nochmal gucken. Alle Leute versuchen seit Alters... Okay, die Inschrift lesen versuchen wir nochmal. Dadurch haben wir Hoffnung bekommen. Dadurch können wir jetzt nochmal einen upgraden. Also den finde ich im Moment noch gar nicht stark. Ich hoffe, Tempo wird um 2 erhöht. Bewegt sich nach vorne. Sandwelle. Mit dem können wir dann halt früher wieder angreifen. Also ich hoffe, dass der irgendwie noch ein bisschen stärker wird hinterher. Zurückgelassene Kissen, da bekommen wir 2 Stück raus. Das ist schon mal schön. Dann nehmen wir eine davon, damit wir hier nämlich unbeschadet rüberkommen. Und dann können wir von hier aus dahin laufen. Ah, herrlich. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Dann können wir erstmal hier... Der Kanonikus sank ungläubig auf seine Knie. Da ist er, murmelt er, ehe er an seine Arme hob und schließlich unsere Hände ergriff. Danke. Ja, ahnt nicht, wofür dieser Götze steht. Alle zukünftigen Generationen werden sich erinnern, wer ihn hierher gebracht hat. Ich denke mal, wer. Überraschend von einem derartigen Eifer schwiegen wir. Der Götze stand in keiner Verbindung zu den Altvorderen, Geistern oder Bäumen, die ihm K. verehrten. Allerdings entwickelten sich die Traumdeutungen ständig weiter und andere Stämme verehrten in der Tat Statuen. Wer waren wir schon, um über sie zu richten? Wie es aussah, mussten wir Jos finden. Riesengroße Schnecke. Ein Ratgeber erklärte sich bereit, sich mit uns zu treffen, während er in den Archiven stöberte. Fand er heraus, dass Flüchtlinge aus Jos vor einigen Monaten in der Wüste gesehen worden waren. Allerdings leider mangelte es dem Bericht an Details. Er riet uns, Spuren anderer Josianer zu suchen, um herauszufinden, ob sie unsere Hilfe bedurften. Aufbrechen. Aber erstmal ausruhen. So, sehr schön. Wir können noch handeln. Kriegen wir noch irgendwas? Schädelfetisch. Oh ja, so einen richtigen Schädelfetisch. Ich habe immer einen Fetisch, mich wegzuschädeln. Zählt es auch? Naja, egal. Okay, wir brauchen hiervon nicht. 2 brennende Röhren wachsen gefluchten Früchten. Die Haut hat beim Öffnen Funken erzeugt. Wir müssen das in der Crystal Library durchführen. Die haben wir nicht. Die Crystal Met Library. Oh, wir können auch so handeln, wenn wir respektiert sind. Das hat wahrscheinlich darauf Einfluss, ne? Hoppala. Wie ist das eigentlich, wenn wir rausgehen? Müssen wir speichern? Oder wir können auch den Run direkt beenden, wenn wir sagen, das ist nicht gut genug für uns. Dafür müssten wir nochmal zurückgehen. Aber wir kennen den Weg bis dahin. Also von dem her ist es jetzt nicht allzu schwierig für uns, muss man ja ganz ehrlich sagen. Nur die Sache ist halt, dass wir... Die Sache ist halt, die haben hier schon alles zwischendrin weggefressen, ne?
Ah, nee. Echt jetzt? So, das haben wir benutzt. Dann können wir nämlich hier uns ein bisschen zu essen holen. Dann können wir hier um uns herum den Sand entfernen. Bekommen wir zwar immer noch 2% Schaden. Oh, 2 Spitzhacken. Das musste ich mitnehmen. Das musste ich, auch wenn wir 6% Schaden jetzt bekommen. Den musste ich mitnehmen. Was für eine Tragödie. Ein Karlager, das im peitschenden Wind, der sengenden Sonne und dem sauren Regen ausgesetzt war. Ohne eine einzige Pflanze, die Schatten spendete. Ohne ein schützendes Stück Rinde. Ein zerlumpter Überlebender, den unsere Ankunft offenbar überraschte, wankte auf uns zu. Nachdem er uns zunächst für eine Illusion gehalten hat, berührte er ungläubig unsere Gesichter. Nachdem er sich von seinem ersten Schock erholt hatte, erzählte er uns, wie Joss langsam schwächer wurde, ehe er sich in sich zusammenbrach. Später wurde in seinem Sumpf eine seltsame und aggressive Dragonopetuchsraupe entdeckt, die in vorphistischen Bäumen heimisch war. Viele Bewohner flohen daraufhin nach Totong und Musa Venkosi, da sie glaubten, Joss wäre für immer verloren. Das ist natürlich nicht so toll noch. Jetzt haben wir einen Haufen Spitzhacken, aber wir haben kein Leben mehr. Ja gut, dann nehmen wir mal die große Reise auf uns und verlieren die ganze Zeit HP. Aber 33% kriegen wir doch... Oh Gott, nein, jetzt werden wir angegriffen. Schon wieder die... Shit, die haben uns beim letzten Mal richtig fertig gemacht. Okay, der hat keinen AOE-Angriff. Wer ist denn als nächstes dran? Die beiden. Das heißt, wir werden jetzt einmal kurz hier den Schaden durchführen, damit der Shield Break da ist. Shit, die eilen sich schon wieder nach oben mit ihren Schilden, ey. Da müssen wir diesmal schnell agieren. Damit haben wir dem jetzt erstmal ein bisschen Schaden hinzugefügt. Und wir werden den hier auch nochmal ein bisschen runterhauen zumindest. Sehr schön, haben wir auch den Schild weggehauen. Dann holen wir uns jetzt nochmal 12 Gesundheit dazu. Dann sind wir mit dem auf vollem Leben. Dann holen wir uns mit dem nochmal Schild hinzu. Dann können wir den hier einmal böse angucken. Und dann können wir jetzt den letzten Schlag mit dem hier machen. Du gewinnst, schwarze Perle. Eintauschen. Das Gute ist ja immerhin, ich hoffe, die laufen jetzt nicht automatisch weiter. Das Gute ist ja immerhin, wir können jetzt mal Nahrung dazwischen nehmen. Dann verlieren wir nicht mehr ganz so viel Leben. Wir können hier nur einmal, das ist jetzt interessant zu wissen, wir können also nur einmal hier drin schlafen anscheinend. Moment. Jetzt würde ich gerne mal das hier nutzen. Also hier kommen wir jetzt auf jeden Fall auch nicht so gut durch. Der Run, der läuft richtig blöd. Richtig blöd.
Ay caramba, was ist denn das da für einer? Gehen wir erstmal auf Nummer sicher. Uiuiuiuiuiui. Den schwäche ich jetzt nämlich, weil wenn der stirbt, bekommt die Schnecke wieder ein bisschen Leben. Und das ist das, was wir jetzt wollen, beziehungsweise kein Leben, sondern Schild. Dadurch hat die wieder ein bisschen mehr, was sie nutzen kann für sich. So, dann lassen wir den einmal durchrushen, damit der hoffentlich hier hinten... Nee, hat nicht ausgereicht. Dann greifen wir den an, der ist dann gebufft. Debufft. Der macht so sau viel Schaden, ne? Ach so, shit. Mein Schild. Ich verliere die ganze Zeit Hoffnung durch den Angriff, den ich hier durchführe. Ja, naja, gut. Dann ist das halt so. Aber so lernt man halt die Fähigkeiten kennen, ne? Ich meine, so ist das ja auch alles hier ausgelegt. Ne. Wobei, das wäre bei dem auch egal gewesen. Wir hätten vielleicht auch nochmal sicher gehen sollen. Jetzt ist unser Oriflan gestorben. Pyromant hat jetzt... Okay, wir haben also eine verzweifelte Hoffnung momentan. Naja, Dietrich! Ich hätte ja lieber gern den Helmut gehabt, aber dann nehmen wir halt den Dietrich auch noch mit. Wohin muss ich denn als nächstes gehen? Irgendwo weiter in den Osten. Über 7 Brücken musst du gehen. Und dann da hoch. Ja, wir sind uns alle einig, der Run ist tot, ne? Der Run ist tot. Könnte das Ende der Welt die Folge eines Stachels von der Größe eines Kaktusdorns sein? Die Frage kam uns in den Sinn, als einer von uns einen Stich am Knöchel spürte und zusammenbrach, obwohl... Ja, ob der Schmerz nur kurz das Bewusstsein verloren hatte, zog er sich bei seinem Sturz eine schwere Kopfverletzung zu. Decrease a little hope. Achso, der trifft dadurch 2 Ziele. Ich habe jetzt gerade überlegt, warum soll ich den Schaden senken? Machen das hier mal, den Todesimpuls. Und dann werden wir das für dich anwenden. Ja, aber die sind tot. Also den Run, den kann man fast schon abbrechen eigentlich. Ach Gott, da ist eine Grube auch noch zwischen. Ich lass die jetzt nur noch erkunden. Die sollen hier durch die Wüste durchgehen und erkunden gehen. Okay, die sind draufgegangen. Aber ich finde, das ist so ein gutes Ende. Wenn nicht das, was dann, um das Video hier abzuschließen. Ich hoffe, das Spiel hat euch Spaß gemacht. Ich fand es unfassbar cool, muss ich sagen. Also ganz ehrlich, ein schönes, kurzweiliges Spiel, bei dem man auf jeden Fall mal so den ein oder anderen Run zwischen Tür und Angel machen kann. Ihr seht ja 2 Runs innerhalb von 1,5 Stunden und man wird dann immer und immer besser. Cooles Roguelite für Strategiespielfans. Also sehr, sehr gerne lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns morgen um 18 Uhr im nächsten Video.